Mit großer Freude bin ich angekommen in Asien, starte im The West Inn in Bangkok, das erste Hotel meiner großen Asienreise. Eine Review und eine Roomtour findet ihr natürlich hier auf diesem Kanal bei der HON, aber auch bei The Best Hotel Tester. Ich habe mir, weil ich gerade so in der Stimmung war und auch so überlegt habe, meine Güte, was ist das doch für ein extremer Unterschied gewesen jetzt zwischen United States und hier in Asien. Also hier ist wirklich, wenn man das mal jetzt als Verhältnis sehen möchte, zu United States. Und ich meine, dort kommen diese Hotelprogramme und diese ganzen Ideen der Hotels ja eigentlich her. Die haben uns das ja dann nach Europa vermittelt und in Asien haben sie es weitergebaut. Nur mit dem Unterschied, hier in Asien herrscht das Hotelparadies und in United States ist die United States Hotelhölle. Das kann man gar nicht anders beschreiben. Also Hölle und Paradies. So weit auseinander dazwischen ist dann Europa, sind wir. Dazu gehören aber auch fantastische, wisst ihr ja, Top-Hotels, speziell auch in Österreich. Auch in Deutschland haben wir gute Hotels. Das macht große Freude. Aber dennoch, wenn wir da nach Asien kommen, ist hier einfach nochmal so ein besonderes Feeling. Und Bangkok, ich bin jetzt hier schon über 35 Jahre, also das heißt, ich kenne hier sehr viele Hotels. Ich habe viele Hotels schon getestet, habe in vielen Hotels schon gewohnt und habe dann natürlich auch so meine kleinen Stammhotels, wo ich dann auch wirklich gerne und wirklich sehr, sehr gerne bin, weil ich dort extrem verwöhnt werde. Aber was man eben jetzt feststellen konnte nach der ganzen Hotelreise USA, die ihr ja hoffentlich gesehen habt und mit einzelnen kleinen Highlights, United States Hotels, 5 Star, wir reden ja immer von 5 Sterne, was die alle so meinen, 5-Sterne-Hotel nennen zu können. Also ich würde das maximal 3 oder, naja, wenn überhaupt 4, aber nicht 4 Plus oder 4 Superior, sondern fertig, das war's. Und da ist dann das ein oder andere Sandwiches dabei, da ist dann schon mal. Und man sagt, okay, da freut man sich, dass es da ist, aber es war natürlich nicht wow. Also es war nicht, bumm, jetzt kommst du hierher nach Asien und dann macht das bumm. Dann macht das bumm, da bist du im Paradise, da fällst du um und da sagst du, hier kann ich mich also hinlegen, hier kann ich mich entspannt fallen lassen. Und ich meine, mal ganz ehrlich, wir sind Kunden, wir bezahlen doch Geld dafür. Also wenn wir nichts bezahlen würden und wenn alles kostenlos und gratis wäre, würde ich sagen, ist ja kein Problem. Warum machen wir den Mund auf? Würde ich gar nichts sagen. Dann sage ich, okay, ich habe ja auch nichts bezahlt. Aber wir bezahlen ja recht viel Geld. Es ist doch wirklich extrem teuer geworden. Hotels, selbst auch in Bangkok etc., kosten ab 100 Euro. Mindestens, wenn es 5 Sterne ist, aufwärts. Und wenn du gute Hotels haben willst, St. Regis oder Marriott etc., da zahlst du auch schon 250, 350. Ich meine, die Preise sind verdoppelt zu dem, was es mal war. Man hat hier, ich sage mal, Beispiel des Sheraton, das ist also 25 oder 30 Jahre her, war ich das allererste Mal dort. Was hier direkt gegenüber vom West End ist, gehört ja auch zu diesen alten Hotels, also die alten etablierten Hotels. Darum sind die auch in der Ausstattung schon ein bisschen runtergekommen. Da fehlt natürlich was Neues, also da müsste man Teppiche einmal raus und dann alles neu machen. Aber dafür hätten sie die Zeit jetzt bei Corona nutzen können. Das haben sie nicht alle gemacht, einige wenige. Aber sie haben auch natürlich Geld gespart. Es ging wahrscheinlich auch bei vielen wirklich ums Überleben. Hier in Bangkok, muss ich sagen, haben die Hotels gut überlebt. Sie haben es geschafft. Es war vielleicht nicht ganz einfach. Dennoch, was man eben jetzt spürt, und das ist das, was mir eben wichtig war, und darum habe ich nochmal dieses Video als Extra-Video gemacht. Deswegen sage ich Paradies und Hölle, weil man eben hier noch verwöhnt wird. Du bist noch als Gast, indem du was bezahlst, der Gast, der Kunde, der King Customer. Ja, das kann man wirklich feststellen, weil man hat hier eine gewisse Wärme, wenn man herkommt. Also man wird freundlicher empfangen. Man geht jetzt nicht hin und sagt, oh Gott, da kommt schon wieder ein Gast. Ja, es ist ein gewaltiger Unterschied. United States sagt man, ach du heilige Maria, da ist schon wieder ein Gast angekommen, was machen wir denn jetzt mit dem? So wirst du doch mittlerweile begrüßt. Es gibt auch manche europäischen Hotels. Also Paris oder Frankreich will ich gar nicht reden, was für Albtraum unterirdische Dinge es dort gibt. Aber wenn du hier nach Bangkok kommst, also selbst auch kleinere Hotels sind wirklich servicetechnisch top. Also wenn du da reingehst, das mache ich ja manchmal. Ich gehe manchmal so rein und denke, ach, guck mal, ein neues Hotel, schaue ich mir das mal kurz an. Da ist nicht ein unfreundliches Wort. Im Gegenteil, die sind immer freundlich, hallo, herzlich willkommen. Ja, dann schaue ich mir gewisse Dinge an und dann gehe ich wieder. Manchmal habe ich dann auch gesagt, okay, bleibe ich mal eine Nacht. Auch das ist ja toll, wenn man das machen kann. Also auch hier nochmal mein Tipp, was Hotels insgesamt anbelangt. Im Moment, ich würde sie nicht fest buchen. Ihr zahlt vielleicht ja 10 bis 40 Euro mehr pro Nacht. Aber ich sage mal, das lohnt sich, wenn man das nicht fest bucht, also wenn man das also bis einen Tag vorher stornieren kann. Wenn der Flug ausfällt oder ihr kommt nicht weg oder die haben ja, ich sage mal nur ein Beispiel, du hast Hotel gebucht, fest gebucht, weil sonst hast du Schnäppchen. Jetzt bist du am Airport in Hamburg, jetzt hast du da 4 Stunden Verspätung, weil die Security nicht geht oder weil noch ein Kofferalarm ist. Dann kommst du nicht weg und das Zimmer musst du bezahlen. Das kriegst du nicht wieder, das Geld. Das ist
Ich musste hinterherlaufen. Ich musste wieder einen Anwalt nehmen. Guck mal, all diese ganzen Dinge. Wer will denn das? Mal ganz ehrlich, da hat man doch gar keinen Bock zu. Natürlich könnte man das abgeben, es macht dann einer, jo, brauchst wieder einen Rechtsschutz und, und. Also, ist ja alles toll und schön, dass man das alles machen kann, aber mal ganz ehrlich, man will doch diesen Stress vermeiden. Also sage ich, ich zahle eben ein bisschen mehr, dafür habe ich eine freie Buchung, ich kann immer noch stornieren, jederzeit einen Tag vorher bis nachts um 24 Uhr, also 23:59. Ich gehe da auf Nummer sicher und es macht mir den Vorteil, dass ich sogar, und jetzt kommt's, das ein oder andere Schnäppchen mitziehen konnte, weil ich dann gesagt habe, ich habe das gebucht und habe ich gesehen, die Preise sind runtergegangen. Durch diese Algorithmen, das kann man ja auch nutzen für uns. Und dann habe ich mich aus diesen Algorithmen und diese Tags und Cookies, die habe ich gelöscht und habe mich nicht angemeldet, habe mich dann praktisch geguckt und habe ich gesehen, das Hotel ist 40 Euro oder 50 Euro günstiger. Und dann habe ich das gebucht, das geht, dann habe ich mich wieder angemeldet und dementsprechend habe ich dann die große Chance gehabt, dass ich das stornieren konnte und da günstiger gewohnt habe. Also es geht. Wenn man ein bisschen guckt, ist auch ein Tipp jetzt eben für euch, deswegen sage ich euch das, da kann man auch wirklich ein kleines Schnäppchen machen, wenn man eben nicht von vornherein fest bucht. Und wenn ihr fest gebucht habt, ist da nichts mehr möglich. Das müsst ihr bezahlen, ob ihr da hingeht oder nicht. Das ist abgebucht. Dafür haben die Garantie von der Kreditkarte. Das ist ja das Problem der Kreditkarten. Video habe ich gemacht. Die großen Probleme der Kreditkarten beim Hotel, wenn man bezahlen muss, das müsst ihr euch angucken. Ist sehr zu empfehlen. Und ich habe jetzt also mit großer Freude heute wirklich feststellen dürfen, dass ich in Asien angekommen bin. Speziell am ersten Tag hier in Bangkok. Habe jetzt hier im West End übernachtet. Review ist online. Und freue mich sehr, dass ich in einem Hotelparadies hier wieder zurückgekommen bin und dass mich hier Menschen, also Mitarbeiter empfangen, dass mich hier Hotels empfangen mit einer extrem guten, hochwertigen Qualität. Deswegen sage ich Paradies. Du kannst dich hier fallen lassen. Du hast, ich sag mal, viele Möglichkeiten, viele Chancen. Hier in diesem Westen, da gibt es dann als Ambassador zum Beispiel, hast du da so zwei Hemden, die du, oder zwei Hosen, also zwei Kleidungsstücke, die du als Reinigung gratis hast oder zum Bügeln. Die gibst du hier kurz ab und dann kommt das am nächsten Tag zum Abreißen, ist das dann also alles wieder da. Ich meine, das sind alles kleine Benefits. Dann haben die hier eine fantastische Club Lounge. Also die sind geöffnet und auch das Marriott Marquis. Ich habe ja damals das Hotel eingeweiht. Da gibt es noch ältere Videos, die ihr euch mal angucken könntet. Interessante Idee, wie es eben früher war. Und es gibt natürlich eine aktuelle Review zu diesem Hotel. Aber eben, ich sag mal, qualitativ. Es geht darum, dass man hier auch in diesem Hotel in the West End eine schöne, hohe Qualität hat. Also gute Köche, die kaufen gut ein. Selbst das Obst mit Obstschale und was ist das überhaupt? Alles lecker. Reife Früchte, also nicht so ein unreifes Zeug. Die Äpfel lecker. Also wirklich große Freude. Und darum, es ist, darum geht es mir im Video. Ja? Also das will ich eigentlich auch transportieren. Wer Lust hat, jetzt nach Asien zu reisen. Ich kann es nur empfehlen. Ihr werdet mit offenen Armen wirklich empfangen. Es ist für den Eingang, also am Airport, noch ein bisschen kompliziert, weil man braucht dann also noch so ein extra Zettelchen und man muss dann noch mal ein Stündchen warten, bis man da irgendwie durch die Schlangen kommt, weil es doch relativ voll ist. Aber mit einem Personal Assistant geht natürlich alles recht schnell. Ich hatte also da großes Glück. Die Taxen stehen draußen bereit. Die Chauffeurdienste sind bereit. Kosten zwischen 60 und 80 Dollar. Also ich finde, das sind Toppreise. Da wird man exzellent abgeholt, exzellent dann zum Hotel gebracht und hier wird man dann also empfangen. Es macht wieder Freude und es ist ein Riesenunterschied zu den United States. Ich kann nur hoffen, also für mich dieses Jahr ist United States nicht mehr. Im nächsten Jahr will ich mal gucken, dass ich dann die ein oder anderen Hotels, speziell New York und Washington, die ich ja vorhatte, wo ich das hier abgebrochen habe, dass ich mir das dann also angucke und ich dann hoffe, dass es dann auch da wieder ein bisschen vorangegangen ist. Und in Asien, jetzt lasse ich mich also noch die nächsten Tage fallen. Es kommt jetzt Singapur, es kommt Ho Chi Minh, es kommt Tokio. Also es sollen die Freuden des Lebens wieder genossen werden. Und wenn wir schon hier in Asien sind und auch von ich jetzt von Paradies spreche, dann darf ich euch auf jeden Fall nicht zu viel versprechen. Und ich wünsche euch, wenn ihr dahin reist, also extrem viel Freude. Versucht, und das ist wichtig, ich habe alle Vorurteile, alle Dinge erstmal weggenommen. Ich kam also hier in Bangkok zum Beispiel an und habe mich ja so treiben lassen. Und das ist ein guter Tipp. Also es ist ein echt guter Tipp, wenn man also jetzt nicht sagt, oh, dann muss das und dies und das, sondern wirklich geht zurück in euch, kommt an und lasst euch treiben. Ärgert euch nicht, wenn irgendwas nicht sofort klappt und versucht es mit Entspanntheit. Also ich habe jetzt hier in Asien, das war eben in Amerika schwierig, aber in Asien, wo das Paradies der Hotels wieder angekommen ist, habe ich gesagt, ich lasse mich treiben und gebe mich in die Hände dieser fantastischen, serviceorientierten Mitarbeiter der Hotels
und vor allen Dingen als Member in diese fantastischen Club-Lounges, in diese serviceorientierte Hotelwelt. So wollte ich es nennen. Große Freude. Und damit schaut euch die Reviews an und natürlich auch die Roomtouren. Schaut euch auch mal bei The Best Hotel Tester, da gibt es sehr viele Roomtouren, also manchmal sogar etwas früher als hier. Da kann man einfach mal so reinschnuppern ins Hotel. Und ich wünsche euch für den nächsten Urlaub, den ihr plant, alles Gute, viel Freude und natürlich nicht vergessen das nächste Video bei der Horn Private Jet, der Horn Horn Circle. Is go! Sexy. We'll be right back.